So, hallo, wir machen weiter. Bye. Super Mario Maker. Guten Morgen. Wir sind bei den Baumeistern AU angekommen und schauen uns da die letzten drei Level auf jeden Fall heute noch an, mindestens. Und dann werden wir mit dem nächsten Baumeister weitermachen. Run with the Fish. Ein weiteres Pax-Level. Ach ja, und meine Batterieleistung lässt nach. Mal gucken, wie lange... mein Gott, hi. Mal gucken, wie lange ich noch spielen kann. Ich würde aber jetzt gerne mal gucken, ob da oben... Nein, da ist nichts. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. So. Dann wird es wohl darüber gehen. Dann geht es wohl darüber. Ich verstehe noch nicht, wo der Run mit dem... Oh mein Gott, hi! Wo jetzt der Run mit dem Fisch ist, aber... Ah! Ist das mein verdammter Ernst? Oh nein! Bitte, 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 bitte. Gott. Immerhin haben wir es umgestellt, sind aber wieder komplett runtergefallen. Sehr gut. Also wieder hoch. So, aber jetzt kommen wir hier durch. Ist das ein Fisch? So, das ein Fisch? Ich verstehe den Fischrand noch nicht so richtig. Ja, okay, dann gehe ich da halt nicht hoch. Oh, anscheinend gehe ich da... Oh nein. Ist da... Nein, mein Gott. Okay. Dann machen wir das halt so. Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwas kommt da noch. Irgendwas kommt da noch. Okay, Checkpoint. Mensch, da haben sich die Leute auf der PAX richtig gefreut, als sie das spielen durften. Danke für den Checkpoint. Wie? Ich komme da nicht durch. Kann ich da nochmal zwischenrein drehen? Sehr gut. Ja, okay. Was eine doofe... Da kommt doch was raus. Sorry. Okay, aber was Schönes kommt da raus. Oh, das wird nicht funktionieren. Aber... Ist das euer Ernst? Ist da das... Was ein doofes Troll-Level, Mann. Ah. Eieieiei. Okay, also rennen wir durch, ja? Und dann... Ja, den kriege ich nicht klein. Ich werde hier definitiv getroffen. Okay. Ja, sehr gut. Aber geduckt funktioniert ganz gut. Das ist ja schon mal was. So, jetzt lassen wir den mal vorfahren. Das ist nämlich ein Vorfahre. Und dann können wir auch nämlich unseren Pilz behalten. Haha! Gewusst wie. So, und jetzt kann mich der Swamp hier auch mal...
viel dazu. Aber der Plan mit dem Filz ging trotzdem auf. Auch wenn danach Mist passiert ist. Aber der Plan ging auf. Ach Mann. Ach so, da kommt kein zweiter raus, wenn ich nicht... Oh. Wenn ich den nicht einsammle. Nein! Too soon! Na gut, hat auch so funktioniert. So! Freund! Irgendwann muss noch der Run mit dem Fisch kommen. Ist das der Run mit dem Fisch? Oh mein Gott! Ach, was ist das denn? Ach, warum habe ich es denn gesagt? Was für eine Abschlussrate hatte das Level? Ich habe nicht drauf geachtet diesmal. Sonst habe ich immer drauf geachtet und gerade bei dem Level nicht. Eieiei. Jetzt will ich erst recht den Pilz behalten. Ich weiß ja nicht, ab wann der offscreent. Gar nicht, okay. Stimmt, der Pilz screent ja gar nicht off, ne? Sowas wie eine Shell screent off, aber der Pilz ja nicht. Ist ja hier genau andersrum als in SMW. Stimmt's oder habe ich recht? Ach ja, ich kriege ja hier eh wieder eine, das ist ja egal. Ah. Fail. Oh nein, das ist doch... Ich glaube, ich will gar nicht auf die Fische. Ich glaube, ich will lieber über die Feuerdinger gehen. Ach Mann. Oh, ich war ein bisschen spät. Oh, das war knapp. Okay. Ja, doch. Easy. Gut, dann kann ich jetzt nach oben auch alles wieder verlieren, weil ich kriege eh einen Pilz zurück. Das ist also völlig irrelevant. Und jetzt verliere ich nicht mal meinen Stuff. Unglaublich. So. Wir haben einen Pilz, das heißt, wir können problemlos einfach auf die... auf das Ding drauf und müssen uns nicht um die Fische kümmern. Und können dann hier, wenn die... Oh boy, ist das eine doofe Stelle. Und davor gibt es keinen Checkpoint. Warum nicht? Es gibt Checkpoints in dem Level. Warum nicht da? Ah. Na gut, dass wir im letzten Part aufgehört haben vor diesem Level. Hätte ja nicht gedacht, dass das so lange dauern wird. Ja, ist ja egal, ich kriege eh den Pilz. Ja, aber die Stelle ist halt echt dumm. Nee, jetzt ist... Ah, nein, nicht Neustart. Ich wollte springen und dann hat er mich davon runtergeschubst. Dumm. Dumm. Halt die Klappe. I don't care. Das hier ist auch nicht zufällig eine Warp-Röhre.
die mir den ganzen Teil umgeht. Ja, Pilz. Noch kann ich mir wiederholen. Oh Gott, ist das doof. Ich finde keine Worte dafür. Aber ich glaube, ich komme auch sofort von dem Ding aus darüber, oder? Ich brauche die Fische dafür doch nicht mal. Brauche ich die Fische dafür? Ich glaube nicht. Wow, ich bin fast ohne das Ding zu berühren durchgesprungen. Auch interessant. Ich komm da nicht drauf klar. Boah, ey. Geht weg! Das gibt's doch nicht. Will nicht mit euch spielen. Alter! So. Jetzt darüber springen. Nein! Alter! Irgendwas mache ich grundlegend falsch. Das Level kann doch nicht so schwer sein. Irgendwas mache ich grundlegend falsch an der Stelle. Oh mein Gott. Ach du Schand, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Das war blöd. Daran bin ich ja noch nie gestorben. Warum ich immer Neustart drücken? Hör auf damit. Jetzt geht's aber los. Ei. Huch. Warte mal, irgendwas muss ich an der Stelle mit dem Fisch doch nicht verstehen. Kann doch nicht so krass schwierig plötzlich werden. Irgendwas ist doch da anders gedacht. Und jetzt sind... Ich muss da einen Dreisprung ansetzen. Ich sehe das ja. Aber die Fische... Oh, by the way, ich kann hier unten rum. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nicht, dass es besser wäre, aber es geht. Aber Alter... Das ist ein Quatschlevel.
muss einfach einen Dreisprung draus machen. Aber wann muss ich das springen? Und jetzt nochmal. Yes. So, und jetzt interessieren mich die Fische eigentlich erstmal nicht. Oh Gott. Außer, dass sie mich halt retten können. Einmal. Okay. So weit, so gut. Aber wie viele denn noch von diesen Sprüngen? Oh, yes. Oh, leck mich am Arsch. Oh. Jetzt hinterm Ziel ein Fisch gewesen wäre, ne? Ich bin da blöderweise drüber gesprungen, weil ich wieder doof war. Ah, das kriegt kein Like. Es kriegt kein Bad, aber es kriegt auch kein Like. Nee. Nee. Achso, ich wollte die Dings angucken. Ah, okay. Ich habe nicht drauf geschaut. So verstehe ich das. Okay, okay. Alles gut. Ach, und das soll ein Pilz sein. Eieiei. As seen in the GameSpot Theater, can you overcome this challenge? Oh, dieses Ende. Ich habe nicht auf die Dings geschaut, weil bisher waren die Level alle so einfach von denen. Und dann kommt plötzlich sowas. Aber ja, 1%. Da bin ich schon wieder versöhnt. Ich dachte, ich bin komplett dumm. Aber dann ist das okay. Dann sind da schon einige gestorben auch. Auch das hat eine sehr schwache Dings. Move to the beat with Koopas and Swamps. Okay, let's go. Gucken wir es uns mal an. Aber 1%, das habe ich nicht. Hätte ich drauf achten sollen, dann wäre ich vielleicht nicht ganz so gefrustet gewesen. Weil dann, ich dachte halt so, hä, die Level von denen waren doch so einfach. Bin ich denn so blöd? Ja, wait, hä? Ach so. Das ist der Beat. Beat ist kaputt. Ah ja. Kommt man da auch direkt? Nein, kommt man nicht. So, aber soweit ist das ja alles ganz einfaches Zeug. Nix Wildes. Oh boy. Ich habe Quatsch gemacht. Ich habe Quatsch gemacht. So. Checkpoint wäre jetzt ganz cool übrigens. Just saying. Danke. Das, ja, wait, wie, hä? Ah. Okay. Okay. Ich dachte, ich komme rüber. Falsch gedacht. Falsch.
falsch gedacht. Ah, das ist gar nicht so ein knapper Sprung. So ein unknapper Sprung. Ach, ich dachte, der geht gerade runter. Mann. Mist. Die sind ganz schön fett. Muss man mal sagen, ne? Die sind ganz schön fett. Aber die sind auch eine ganze Zeit lang unten. Und ich habe keine Geduld. Ach so. So, also wenn er wirklich unten ist, dann kann ich springen. Ich muss so lange warten. Oh, das hätte ich hätte schon wieder fast nicht gewartet. Also eigentlich habe ich nicht gewartet. Aber es hat funktioniert. Oh Gott. Ich sehe das. Oh Gott. Oh Gott, das wird super unangenehm. Schaffe ich das? Einfach durchziehen? Ja. Und dann muss ich wieder Gas geben. Oh Gott, das ist unangenehm. Oh Gott, okay. Wie bezeichnet, dass wir gerade bei den schweren Leveln letztes Mal aufgehört haben und ich wusste das nicht, ne? Ja, doch. Ich hab keine Scheiße. Warum habe ich denn keine Geduld? Das ist wieder so die... Ah, das geht schneller. Okay. Das ist wieder so die eigene Wut hier, die jetzt da reinspielt. Weil ich einfach selber keine Geduld... Ich müsste einfach nur warten, bis es runterfährt. Ich habe die Zeit. Jetzt fährt's runter. Siehst du, ich habe die Zeit. Easy. Jetzt fährt's runter. Ich habe die Zeit. Easy. So. Der ist im Moment auf Rot, deswegen gehen wir jetzt drauf, dass er... Nein, noch nicht. So. Mit Schwung rüber. Und dann stoppen. Und dann wieder Schwung rüber. Und dann stoppen. Und den will ich aber erst antriggern. Nicht! Nicht so. Man stellt es sich anders vor, als es dann läuft. Das ist leider ärgerlich. Ja. Ich war schon wieder zu ungeduldig. Hast du gesehen? So, einmal rot. Und einmal durch. Na, das war schon wieder nix. Und stopp. Und durch. Und stopp. So, stopp. Bin ich denn so doof? Ich hab doch jetzt verstanden, wie die Stelle funktioniert. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Das geht nicht. Vielleicht geht's schon, wenn man besonders schnell ist, aber bei mir geht's nicht. Machen das schön langsam. So, easy. Einmal rot. Und einmal durch. Und stopp. Antriggern. Gibt's doch nicht.
ich sowas wieder oben nicht hinkriege, ne? Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Jetzt habe ich den nicht angetriggert. Jetzt... Das funktioniert ja noch ganz gut. Okay, jetzt habe ich das hier auch hingekriegt. Und jetzt machen wir das hier einfach nochmal so. Ja, bitte, genau so wollte ich das doch. Was ist jetzt so das? Die ziehen doch bestimmt nach links. Rechts, also halt zu mir. Das heißt, wenn der fällt... Ja, siehst du, der kommt schon her. Wait, aber der da unten löst den gar nicht aus. Gibt es irgendeinen anderen Swamp, der noch irgendeinen auslöst? Oder muss ich hier einfach nur durchspringen, ohne den on-off zu drücken oben? Na, weil dann ist es ja völlig irrelevant, wenn ich einfach nur nicht den on-off drücken darf. Oh. Kein Checkpoint? Okay, kein Checkpoint, weil Ziel. Ist okay. Nehme ich hin. Da nehme ich hin, dass es kein Checkpoint gibt. Was ein Level. Oh, die Stelle mit den Fließbändern war richtig, richtig aufregend. Ei. Ah, diese Stelle mit den Fließbändern. Uff. Mein Herz. So, was haben wir? Everyone break. Puzzle. Find the red coins. Grab your friends. Give it a try. Ach so, ist das ein Multiplayer-Level eigentlich? Ja gut, wir probieren es einfach mal so. Oh Gott, hey. Also gut, jetzt gehen wir davon aus, dass das ein Multiplayer-Level ist. Wie soll das denn als Multiplayer funktionieren? Da muss einer hat die Arbeit. Ne? Einer hat die Arbeit. Einer sammelt die roten Coins und die anderen warten am Ziel. Geil. Kommt da was raus? Ah, toll! Genau das wollte ich. Also die gelben Röhren befreien wir nicht. Da kommt nur Scheiße raus. Wait, wie komme ich denn... Oh. Ich habe da was vergessen. Geh weg. So. Also es ist ein unterhaltsames Level. Aber als Multiplayer? Klar, wenn man das ordentlich spielt mit Kollegen zusammen, die auch funktionieren. Oh mein Gott! Die auch funktionieren und keine Scheiße machen. Dann kann das durchaus Spaß machen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber... So im normalen Online-Multiplayer ist das halt Quatsch. Kann ich die einfach mit Stampfattacke? Nein. Ich glaube nur, wenn ich groß bin.
Aber es fehlt auch nur noch eine rote Münze. Wo ist die denn? So, die gelbe Röhre da oben befreien wir nicht. Nachher kommt nur mehr Quatsch. Weil, guck mal, die kommen jetzt hier überall angeklettert. Die will ich ja gar nicht befreien. Das ist ja nicht mein Ziel. Da muss ich rüber. Sehr schön. Na, aber im Multiplayer, einer holt den Schlüssel, einer steht bei der Tür. Ernsthaft. Einer steht bei der Tür. Und also das funktioniert einfach so, wie aktuell der Multiplayer hier ist, nicht. Ja, und dann kommt sogar noch das hier. Also, ja. Wie gesagt, funktioniert so, wie der Multiplayer ist, leider nicht. Nice try, aber wird nicht funktionieren. Gut. Als einzelnes Level aber schön. Als Multi nicht. So, dann. Haben wir alles von AU. Hatte doch nochmal zwei Parts gedauert, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und kontrolliere, ob es diesmal wieder synchron war.